Willkommen zum beklopptesten Spiel 2022. Wir spielen heute Trombone Champ. Das Spiel ist vor ein paar Tagen erst erschienen, am 16. September. Ihr könnt es über Steam spielen, wenn ihr auch Bock drauf habt. Ich bin eben über TikTok drüber gestolpert und ich bin halb gestorben. Ich habe Tränen gelacht und habe mir direkt gedacht, das muss ich kaufen, das muss ich aufnehmen. Ich bin mal gespannt, wie lustig jetzt der Einstieg ist, aber ich bin echt super, super, super gespannt, was wir für einen Spaß mit haben werden. Ja, es ist ein Rhythmusspiel, wo wir Trompete spielen und es soll ziemlich schwer sein. Ich bin mal gespannt. Ages after the twin vessels were forged, a new soul appears. Brave soul, one day you will stand before two baboons. Ah ja, und Paviane sollen sehr viel im Spiel vorkommen. The very fabric that binds this land. But until that day comes, you must toot. Toot your trombone, brave soul, and you may yet become the trombone champ. Oh. Was zur Hölle? Okay, welcome to Trombone Champ. Das Spiel ist leider, was den Text angeht, auf Englisch, aber egal. Blasen kann man in jeder Sprache. Was? Quit to Desktop? Nein, das wollen wir nicht. Wir haben... Also es gibt wohl überhaupt gar keine Ingame-Käufe. Ich bin mal gespannt. Collect, Play. Ich gehe jetzt einfach erstmal auf Collect. So. Unseren Charakter wollen wir natürlich erstellen. Was nehmen wir denn für einen Charakter? Wir haben hier Männlein und Weiblein. Meldor. Your Majesty. Hornlord. Und Soda. Wen haben wir hier? Trixie Belle. Casely, die zweite. Bisali. Und Appaloosa. Ich würde jetzt einfach mal Trixie Belle nehmen, weil meine Katze damals Trixie hieß. Ach, guck, wir haben auch noch unterschiedliche Blasinstrumente. Let's go. Warm up. Ja, ja, warmen wir uns erstmal ab. Gucken wir mal, wie das läuft. Wir brauchen die Maus dazu. Wir müssen die Maus hoch und runter bewegen. Ich weiß es nicht, ob wir klicken müssen, solange wie so ein Ding kommt. Ja, genau. Ja. Wir können auch die Tastatur... Ich nehme einfach mal die Maus. Wenn wir gut spielen, bauen wir Kombos auf und verbessern unseren Champ-Meter. So kriegen wir die großen Punkte. Ja, das ist halt wirklich so dieses typische Rhythmusspiel. Watch the Breath Meter. Wir müssen gucken, wie viel Atem wir haben. Wenn wir eine Note zu lange halten, dann haben wir keine Luft mehr. Ei, ei, ei. Aber vor allem habt Spaß und ja, erfreut euch an diesem Wunder, an der wundervollen Musik, die wir bald kreieren werden. Ja, gut. Ich bin gespannt. So, jetzt wie gesagt erstmal das Warm. Oh, hä? Warum? Ach so, es ist invertiert. Ach Gott, ja, ich sollte vielleicht auch drücken. Scheiße. Remix! Oh, scheiße. Also, um nach unten zu kommen, müssen wir die Maus nach oben schieben. Alter, ist das schwer. Das war perfekt. Oha. Hey, wir haben ein Bier in der Half geschafft. So, Track Select. Jetzt bin ich mal gespannt direkt, was wir machen können. Was können wir da alles machen? Ich
Ich bin so gespannt, was es hier alles gibt. Sugar Plum Fairy. Ich kenne Entertainer. Dann wird es hart. Ja, es ist das, was ich dachte. Oh nein. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Den Teil hier kenne ich nicht. Ich kenne nur den Refrain oder was das ist. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Oh Gott. Eieiei. Das war, ja, RIP. RIP. Track Select. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier irgendwie noch freispielen kann. Dudes, Lights, Fury, Tears. Es gibt auch, was ist da? Longtail, Limbo. Was ist Baboons? Ich kenne die ganzen Lieder. Wilhelm Tell kenne ich. Das kann nur noch schlimmer werden. Das ist nämlich auch das, was ich schon gesehen hatte. Das war meine Leistung. Nö. Ey, Alter, ist das geil. Oh, ich sterbe einfach nur. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Zeigt, ob ihr da weiter mit mir hier euch die anderen Lieder auch noch angucken wollt und auch noch, was dieser andere Modus hier vorne vor war, den wir eben schon gesehen haben. Hier, der Collect. Das können wir uns dann ja auch mal noch anschauen, was das ist. Ach so, wir können das Main Game spielen, um Toots zu sammeln und dann Sachen freizuschalten. Also ihr Lieben, ihr seht es, wir haben noch viel Luft nach oben, also Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.